Leute, es wird mal wieder Zeit für eine Verlosung und ich habe hier einen Stapel, der ist so groß, der ist ungefähr, ach verdammt, der ist ungefähr einen Meter hoch und ich kann den gar nicht mehr anheben, ohne dass alles, was hier übereinander liegt, irgendwie auseinanderfällt und ich muss den erstmal wegschieben aus der Kamera raus. Zumindest wie bei jeder Verlosung in jeder Woche, Achtung, Konzentration, gibt es eine Menge Blu-rays und DVDs zu aktuellen Heimkinostarts zu gewinnen. Ich zeige euch gleich zu verschiedensten Filmen, was ihr gewinnen könnt und werde zu jedem Film eine Frage sagen oder einen Kommentar schreiben, das ihr in den Kommentaren unterhalb des Videos vervollständigen soll. Dafür habt ihr bei dieser Verlosung 48 Stunden Zeit, bis übermorgen 15 Uhr. Datum und Uhrzeit steht auch nochmal in der Infobox. Und nach Ablauf der Zeit werde ich per Zufallsverlosung auslosen, wer die Gewinner sind und schreibe euch per YouTube Direktnachricht an mit herzlichen Glückwunsch, du hast das und das gewonnen, braucht dann noch euren Namen und eure Adresse und mit ein bisschen, nee, dann nicht mehr Glück, bekommt ihr euren Preis natürlich umsonst in den Briefkasten geschickt. So einfach ist es, so einfach bleibt es wie jede Woche. Das war der Informationstext für alle neuen Zuschauer. Und als erstes fangen wir an mit die ja richtig viel machen, auch an Film-Merchandise und die schicken mir immer wieder Kram zu zum Verlosen und rund um Suicide Squad, aber rund um deren 30-jährigen Geburtstag, weil die werden 30 Jahre alt, habe ich hier ein paar coole Sachen zu Suicide Squad, die ich gerne verlosen will und da werde ich zwei oder drei Pakete draus machen. Zum einen hier eine dieser Pop-Figuren, einmal von Diablo, kennen einige ja aus Suicide Squad, genauso wie eine sehr, sehr coole Tasse Richtung Harley Quinn, genauso wie eine Harley Quinn meets Batman gefühlte Kette. Das ist schon sehr cooler Schmuck, besonders wenn man irgendwie auf eine Motto-Party oder irgendwas gehen will. Dann hätte ich hier noch eine Joker-Tasse. Finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Weiter geht es mit, und jetzt verschwinde ich kurz aus dem Bild, einem unter anderem Joker-Shirt mit einem saucoolen Aufdruck. Wir haben hier ansonsten auch noch eine Katana-College-Jacke. Das ist auch, ich habe alles mal eingepackt gelassen aus hygienischen Gründen. Hätte hier noch weiter, Leute. Ich muss mich hier die ganze Zeit so weit runterbeugen. Ein Harley Quinn T-Shirt. Hier quasi der ganze Aufdruck, sie ist komplett drauf. Dann ein Harley Quinn Bild, gerahmt, auch hier eingepackt in so einem Retro-Stil. Finde ich auch richtig cool. Und dann, was ich persönlich richtig mag, und während ihr mich seht, könnt ihr mich trotzdem gut hören, eine Welcome to Arkham Asylum Matte für als Fußabtreter. Vor der Wohnung, vor dem Haus, ist schon scheiße geil, finde ich persönlich zumindest einen saucoolen Merchandise. Auch eine coole Merchandise-Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, die sie da rausgehauen haben. Und das alles verlose ich von seitens von EMP, besten Dank dafür. Für euch im Bau daraus zwei oder drei Pakete, bin noch nicht ganz sicher. Und wenn ihr eines dieser Pakete gewinnen wollt, schreibt einfach in die Kommentare, weil das ja alles DC-Sachen sind rund um Suicide Squad, welche eure Lieblings-DC-Helden oder Bösewicht-Figur ist und warum. Jedes Kommentar in diese Richtung kann also ein solches Paket gewinnen aus diesem sehr coolen Merchandise rund um Suicide Squad. Weiter geht es zum Heimkinostart von Warcraft The Beginning. Ein Film, der in den USA zum Beispiel gar nicht so gut lief, aber dann wiederum in China großartig, auch in Deutschland stark angelaufen ist. Und zum Heimkinostart hätte ich hier zwei Blu-Rays und eine 3D-Blu-Ray und inklusive Ultraviolet-Kopie. Da könnt ihr die Filme auch noch angucken, zu Hause auf dem Handy oder auf dem Tablet oder was auch immer. Und es gibt auch noch einen dazu, einer Blu-ray dazu, das World of Warcraft Trivial Pursuit. Also wer richtig gut Ahnung hat, kann auch beim Trivial Pursuit abräumen. Und wenn ihr das gewinnen wollt, schreibt einfach in die Kommentare, welches Spiel ihr gerne verfilmt haben wollt. Wir haben ja einiges wie Angry Birds dieses Jahr, wir haben Assassin's Creed, wir haben Ratchet & Clank kam dieses Jahr raus, das soll ja zu The Division-Film kommen. Welches Spiel hättet ihr gerne verfilmt? Jedes Kommentar in diese Richtung kann Warcraft The Beginning zum Heimkinostart gewinnen. Weiter geht es, etwas gruselig. Liga mit The Witch. Ein Horrorfilm, der mir richtig gut gefallen hat. Auch hier mit Ultraviolet-Kopie und die Geschichte einer Familie im 17. Jahrhundert, genau gesagt 1630 in Neuengland, die aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen wird, an einen Waldrand zieht, aber dort so eine Hexe leben. Ein sehr atmosphärischer Horrorfilm, der sehr untypisch ist, den man, glaube ich, entweder liebt oder so gar nicht mag. Ich habe den richtig gefeiert, weil er eine unglaublich verdichtete Spannung hatte. Und wer The Witch gerne gewinnen will auf Blu-ray, schreibt in die Kommentare, welcher ist euer Lieblingshorrorfilm? Jedes Kommentar in diese Richtung kann The Witch gewinnen. Weiter geht's musikalisch mit Sing Street. Ein Film, der die Geschichte von Connor erzählt, der in Dublin lebt und der an ein Mädchen unglaublich verschossen ist, um sie zu beeindrucken. Der Film spielt in den 80er Jahren. Gibt er vor, eine Band zu haben, die er aber nicht hat. Damit wird der Film sehr musikalisch und auch ein Stück weit sehr sympathisch. Habe ich leider zum Kinostart verpasst zu reviewen. Jetzt gibt's hier zwei DVDs und zwei Blu-Rays zu gewinnen. Und wenn ihr was davon gewinnen wollt, dann schreibt doch, welcher der beste Musikfilm ist aus eurer Sicht. Jedes Kommentar in diese Richtung kann Sing Street gewinnen. Und schreibt
Klammern dahinter bei allen Sachen, wo es DVD und Blu-ray gibt, ob ihr DVD oder Blu-ray haben wollt, damit ihr nicht die Blu-ray bekommt, wenn ihr nur einen DVD-Player habt. Ebenfalls, ja, Feinkino startet The Gift mit Joel Edgerton, mit einem wunderbaren Jason Bateman, mit Rebecca Hall und die Geschichte eines Paares, die in ein neues Zuhause zieht. Und er macht vor allem eine Bekanntschaft mit einem alten Freund, an den er sich kaum erinnern kann. Und dieser Freund wird sehr aufdringlich, nahezu stalkerhaft. Dabei entsteht ein sehr gruseliger Thriller und es gibt sehr merkwürdige Geschenke. Und wenn ihr The Gift gerne haben wollt auf Blu-ray, müsst ihr die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal ein sehr gruseliges, merkwürdiges Geschenk bekommen habt und was das war. Jedes Kommentar in diese Richtung kann The Gift gewinnen. Dann geht's weiter mit Green Room. Das ist die Geschichte einer Punk-Rock-Band, die sich von Gig zu Gig versucht, über Wasser zu halten mit dem bisschen Geld, was sie bekommt und für eine Neonazi-Gruppe auf einmal auftritt und einen Mord beobachtet und fortan nicht mehr weggelassen werden will. Auch ein ziemlich heftiger Film mit Patrick Stewart unter anderem oder auch Anton Yelchin, der dieses Jahr leider verstorben ist bei einem Unfall auf seinem Anwesen. Wenn ihr Green Room zum Heimkinostart auf Blu-ray oder DVD gewinnen wollt, an sein Gedenken quasi die Frage, welcher ist euer Lieblingsfilm mit Anton Yelchin? Jedes Kommentar in diese Richtung kann Green Room dann zum Heimkinostart gewinnen. Dann hätten wir ebenfalls, kommt raus auf Blu-ray und DVD, Sky, der Himmel in mir. Ein Film mit Diane Kruger und die Geschichte einer Frau namens Romy, die bei einem USA-Trip sich so sehr mit ihrem Partner streitet, dass sie sich entzweit und fortan zieht sie alleine umher, dann entdeckt ganz neue Freiheit und Lebenswillen und den Spaß am Leben neu. Das ist quasi so eine Art Selbstfindungsfilm und wenn ihr Sky gewinnen wollt, schreibt gerne in die Kommentare, welcher euer Lieblingsfilm mit Diane Kruger ist. Mal gucken, wie viele Troja schreiben, bin ich gespannt. Weiter geht es für alle Anime-Fans und zwar The Perfect Insider. Habe ich ja die einzelnen Teile Volume 1 und Volume 2 ja schon verlost. Und jetzt hier Volume 3 und alles als Bundle, also 1, 2 und 3 auf Blu-ray hätte ich hier und 1, 2 und 3 auf DVD. Und das ist die Geschichte eines Professors, der mit seinen Studenten eine Exkursion macht auf eine Insel und dort, ja, Schreckliches unter anderem entdeckt. Und wer gerne The Perfect Insider Volume 1 bis 3 gewinnen will als Bundle und damit quasi die ganze Serie, schreibt in die Kommentare, warum ihr sie unbedingt haben wollt. Jedes Kommentar in diese Richtung kann The Perfect Insider gewinnen. Dann, die Biene Maya wird 40 Jahre alt, Leute. Und diese Biene, die ich meine. Und das heißt natürlich, dass alle Biene Maya-Fans oder Leute, die vielleicht Kinder, Geschwister, Jüngere haben, die Biene Maya mögen. Hier gibt es quasi so eine Art Jubiläumsedition mit den besten und schönsten Abenteuern der Biene Maya und Willi und Co. Und wenn ihr das gewinnen wollt auf Blu-ray, 3 davon habe ich, schreibt in die Kommentare, welche eure Lieblingsfolge der Biene Maya ist. Jedes Kommentar in diese Richtung kann Biene Maya gewinnen. Auch mal zur Abwechslung ein sehr interessanter Preis. Das waren etwas die größeren Starts. Jetzt kommen wir noch zu den kleineren Direct-to-DVD-Veröffentlichungen vom Regisseur von Gravity. Deserto kommt raus auf Blu-ray und DVD, die Geschichte von illegalen Einwanderern von der mexikanischen auf die US-amerikanische Grenze und Rednecks, die Jagd auf sie machen. Dabei entsteht quasi ein Verfolgungsjagd-Thriller. Und wenn ihr Deserto gewinnen wollt, dann schreibt gerne in die Kommentare, welcher euer Lieblingsverfolgungsfilm ist, wo quasi Jagd gemacht wird auf jemanden. Jedes Kommentar in diese Richtung kann diesen Film auf Blu-ray und DVD gewinnen. Dann hätte ich hier noch einen HBO-Film, nämlich Confirmation, ein Polit-Thriller. Und HBO steht ja oft für besondere Qualität mit Kerry Washington unter anderem in der Hauptrolle. Und wenn ihr Confirmation gewinnen wollt, dann schreibt in die Kommentare, welche eure Lieblings-HBO-Produktion ist. Serien eingeschlossen, da gibt es eine enorme und sehr, sehr gute Auswahl. Jedes Kommentar in diese Richtung kann Confirmation gewinnen. Dann startet als Heimkinostart zu guter Letzt noch Fucking Berlin. Bestseller-Verfilmung, die Geschichte rund um Sonja, eine junge Studentin, die relativ schnell pleite geht in der Großstadt, eben Berlin, und beschließt, ein wenig im Erotikbereich Fuß zu fassen und guckt, wie weit kann sie dort gehen und wie viel Geld verdienen. Damit entsteht Fucking Berlin und eben eine ganz besondere Art, sich über Wasser zu halten und Geld zu verdienen während seines Studiums. Und wer Fucking Berlin gerne auf Blu-ray oder DVD gewinnen will, schreibt gerne in die Kommentare, was für merkwürdige Jobs ihr schon mal hattet, um euch etwas zu kaufen, zu leisten, ein Auto, ein Geschirrspüler, was auch immer ihr wolltet, eine Playstation, was man auch immer haben will, besondere Kleidung. Was hattet ihr schon für merkwürdige Jobs, Nebenjobs? Jedes Kommentar in diese Richtung und kann dann Fucking Berlin auf Blu-ray und DVD gewinnen. Und damit sind wir am Ende dieser Verlosung und wieder sehr, sehr viel Kram. Und ja, schreibt fleißig Kommentare und gewinnt, wenn es läuft bei euch, dann auch auf eine glückliche Art und Weise. Und dann danke ich fürs Reinschalten und hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.